Antenne Vorarlberg. Aktuell. Ich bin Christian Marold. Guten Tag. Beim derzeitigen Bau der zweiten Pfändertunnelröhre sind bei der Bohrung für einen Fluchttunnel archäologische Artefakte gefunden worden. Noch ist definitiv nicht klar, um was es sich handelt. Bei einem Fund könnte es aber um eine 4500 Jahre alte Pfeilspitze aus Feuerstein handeln. Frau Professor Susanne Hauser, um was handelt es sich Ihrer Meinung nach genau bei dem Fund? Ich habe das Fundstück maßgetreu eingescannt und festgestellt, dass es sich offensichtlich um eine sehr gut erhaltene Pfeilspitze handelt, die 2500 Jahre vor Christus hergestellt wurde und sogar einen Schaft zum Befestigen an einem Holzstab aufweist. Haben Sie schon etwas genauere Angaben zu dem Fund, beziehungsweise können Sie genau definieren, woher das kommt? Wie die Pfeilspitze aus der späten Jungsteinzeit oder vielleicht aus der frühen Bronzezeit ausgerechnet in den heutigen Pfändertunnel gekommen ist, darüber kann man nur spekulieren. Die Pfeilspitzen dieser Art können natürlich nach der Jagd zurückgelassen worden sein. Sie waren schneller hergestellt als die Holzstäbe, an denen sie oft mit Birkenpech verklebt und mit Tiersehnen befestigt worden waren. Die Pfeile könnten natürlich auch als Grabbeilage verwendet worden sein. Ob ein solcher Fund auf eine kleinere oder größere Ansiedlung hinweisen kann, weiß ich derzeit noch nicht. Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an dem Fund? Solche Funde werden zwar häufiger gemacht, allerdings sind sie selten so gut erhalten und weisen auch selten solche Besonderheiten auf. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine Zeichnung anfertigen und es katalogisieren lassen. Für uns hat dieser Fund absolute Priorität und derzeit müssen alle Arbeiten für die zweite Pfändertunnelröhre gestoppt werden, um eventuelle Schäden an den Funden zu vermeiden, denn wir sind sicher, es gibt da noch mehr. Dankeschön, Frau Professor Susanne Hauser von der Uni Innsbruck, vom Archäologischen Institut. Wir von Antenne Vorarlberg halten Sie natürlich weiterhin top aktuell auf dem Laufenden.